Herr Jatzombek, in dieser Woche fand das erste öffentliche Fachgespräch im Internetausschuss statt. Worum ging es? Wir haben über IT-Sicherheit geredet mit Experten. Ich finde, es war ein ausgesprochen gutes Gespräch, denn wir haben verschiedene konkrete Wege beleuchtet, was wir für mehr IT-Sicherheit tun können. Einig sind wir uns darin, dass IT-Sicherheit und Verschlüsselung auch für Endanwender viel einfacher werden muss. Kaum jemand heute verschlüsselt seine E-Mails, weil es unglaublich kompliziert ist. Und wir wollen, dass Verschlüsselung mit einem Klick möglich ist. Wir haben dann auch über andere Themen geredet, wie zum Beispiel über dieses Schengen-Routing, wo die Experten auch dargelegt haben, dass das eigentlich für die Sicherheit nahezu gar nichts bringt. Und stattdessen halt eben auch über Alternativen geredet, nämlich halt eben besser abgesicherte Software, besser abgesicherte Verkehre. Und in dieser Woche war auch die CDU Media Night. Da haben Sie mit anderen Experten über Datenschutz diskutiert. Für mich eine sehr interessante Erfahrung, auch einen Unternehmer mit 20 Mitarbeitern zu fragen, ob er eigentlich in der Lage ist, diese gesamte komplexe Datenschutzmaterie so umzusetzen, ob er sicher ist, 100% gesetzgebungskonform zu sein. Und er hat gesagt, nein, keiner könnte das. Datenschutz in Deutschland, das wäre so kompliziert, das ist nahezu überhaupt nicht mehr umsetzbar. Und ich bin davon überzeugt, dass der Datenschutz bei uns ein wirkliches Problem ist, weil es unsere Existenzgründer tatsächlich bremst, deutlich bremst. Und der Grund, warum es kein deutsches Google, kein deutsches Facebook gibt, liegt nicht nur im Datenschutz, aber auch. Und ich glaube, dass man speziell beim Datenschutz, wo es um Internetplattformen geht, zu einer praktikableren Lösung kommen muss, denn ansonsten würde es so sein, dass wir uns hier selbst aus dem Markt nehmen und alles in Amerika vollkommen unreguliert stattfindet. Und das hilft weder unserer Wirtschaft noch unserer digitalen Souveränität und schon gar nicht den Bürgerinnen und Bürgern. Und zum Thema Wahlkreis, da dominierte in dieser Woche die sogenannte Halbmond-Debatte so ein bisschen in der Presse. Was sagen Sie dazu? Also zum Glück dominiert unser erfolgreicher Oberbürgermeister diese Woche in der Presse. Ich glaube, dass wir auch das Thema Schuldenfreiheit und dass das ein besonderer Wert ist, gut herausstellen konnten. Und dass es auch eine Entscheidung ist. Am 25. Mai möchte man jemanden wählen, der neue Schulden macht, der die gleiche Politik nachmachen möchte, die schon Oberhausen, Duisburg und Dortmund in den Abgrund gebracht hat? Oder möchten wir den Düsseldorfer Erfolgsweg weitergehen? Das Ganze wurde dann noch flankiert und Diskussionen darüber, ob Halbmonde gedruckt werden oder nicht, was die CDU Düsseldorf dazu sagt. Gute Gelegenheit, das noch einmal klarzustellen. Der Kreisvorstand hat im März beschlossen, dass wir uns grundsätzlich gegen jegliche Form von radikalen islamistischen Organisationen aussprechen und dass natürlich die Mitgliedschaft in der CDU in Düsseldorf Unvereinbarkeit ist mit sämtlichen Extremisten und natürlich auch mit sämtlichen radikal islamistischen Organisationen. Und in Düsseldorf ist jetzt auch in den nächsten beiden Wochen Wahlkampf-Endspurt. Was plant die CDU Düsseldorf noch? Das sind Geheimnisse, die werden hier nicht verraten, aber ich kann Ihnen eins sagen, die Bürger werden noch einiges zu sehen bekommen. Ich freue mich darauf. Gut, vielen Dank.